Ja, greifen wir den Faden nochmal auf. Es geht um Ähnlichkeiten. Ich bin darauf eingegangen, dass Dinge, Körper, Flechten, irgendwelche Gegenstände einander ähnlich sind, wenn. Hier sieht man es nicht so deutlich, aber hier sieht man es schon eher, wenn zum Beispiel beim Dreieck die Innenwinkel alle gleich sind. Nicht unbedingt die Seiten, aber die Innenwinkel alle gleich sind. Also die dazugehörigen, zusammengehörigen Innenwinkel. Oder hier dieser. Oder dieser. Dann sind diese Figuren einander ähnlich. Das sieht man hier auch zum Beispiel an diesem hässlichen Kirchturm. Selbst hier diese offene Stelle ist noch sichtbar. Und so weiter. Aber alle Innenwinkel hier drin sind einander ähnlich. Einen Sonderfall habe ich, wenn die Dinger genau gleich sind und noch gleiche Winkel haben, dann sagt man kongruent. Kongruent heißt deckungsgleich. Die kann ich übereinander legen und die decken einander ab. Ich hatte dann von dem alten Mathelehrer erzählt, der gesagt hat, naja, oder anders, Moment, komme ich gleich drauf. Ich bin dann auch darauf eingegangen, dass ich gesagt habe, wenn ich zum Beispiel einen Tageslichtprojektor plötzlich doppelt so weit wegstelle, dann vergrößert sich das Bild auf das Doppelte. Da ich hier von einer Lichtquelle ausgehe, hier, und die Lichtstrahlen wirft, nimmt man diese Ähnlichkeit, also dieses gleiche Verhalten und sagt einfach Strahlensatz dazu. Das heißt, wenn ich hier Strahlen betrachte und ich habe parallele Linien, dann kann ich gleiche Verhältnisse wie beim Tageslichtprojektor zeigen. Also, was hier passiert, hier, das passiert auch bei allen diesen geometrischen Figuren. Und jetzt zu dem alten, ach so, komme ich gleich, jetzt zu dem alten Mathelehrer, der hat gesagt, macht nicht den Fehler, dass ihr schreibt Strecke SA zu Strecke SB wie Strecke zu Strecke, sondern der sagte einfach, machen wir es mal lockerer. Ditte verhält sich zu Ditte wie das Ganze zu Ditte. Also geht leichter. Wichtig ist, dass ich natürlich bei den Verhältnissen auf dem gleichen Kram bleibe. Gucken wir es uns mal an. Hier habe ich Rot zu Rot. Also, Rot zu Rot. Hier habe ich das Grüne, und zwar Grün, das Ganze. Und jetzt muss ich wieder die Reihenfolge einhalten, denn ich habe mit dem Strahl angefangen und komme dann erst zu dem dazugehörigen Stück Bild. Und das auch. Ne? Also das immer in der richtigen Reihenfolge erstens. Entweder der Strahl steht oben oder der Strahl steht unten, ist egal. Da muss ich aber auch den anderen richtig rumschreiben. Aber die Dinge, die zueinander passen, die schreibe ich entsprechend auf. Verhältnisgleichung heißt, ich kann, so wie eben gezeigt, hier, das kann ich auch direkt in Zentimetern, Metern oder sonst was angeben. Und eine Verhältnisgleichung lässt sich ganz einfach lösen, wenn dann eine gesuchte Größe übrig ist. Naja, dann eliminiere ich das andere. Hier stört durch 5 cm, mache ich mal 5 cm, dann klappt das. Dann kriege ich mit so einer Gleichung sowas raus. Gucken wir uns noch was anderes an. Ich hatte gesagt, wir werden auch immer wieder mal mit quadratischen oder ähnlichen Sachen umgehen, denn Ähnlichkeiten beziehen sich nicht nur auf Flächen, sondern durchaus auch auf Körper. Hey. Der Strahlensatz funktioniert auch so, wenn ich mir sage, das hier ist eine Lichtquelle, dann ist es ja nicht verboten, dass diese Lichtquelle wirklich ihre Strahlen in alle Richtungen aussendet. Das ist nämlich typisch Natur. Und wenn ich mir von den Strahlen entsprechend welche schnappe, und zwar einen, der hier ist, und seinen genau gegenüberliegenden, und noch einen, der hier ist, und seinen gegenüberliegenden, dann kann ich die gleichen Verhältnisgleichungen wieder aufstellen. Dann kann ich nämlich wieder sagen, laut alten Mathelehrer, Ditte verhält sich zu Ditte, und jetzt nehme ich mal hellgrün, wie Ditte zu Ditte. Ne, die passen wieder zusammen. Ich werde jetzt noch weitere Figuren aufmalen, aber bis dahin gibt es vielleicht Fragen, also mache ich mal ganz kurz Pause bei dem Video. Wir haben jetzt mal überprüft, ob die Schüler soweit verstanden haben. Sie haben es. Ne? Wenn ich sage, ich fange an mit A, verhält sich zu ja, C, zu seinem dazugehörigen Stück. Da muss ich wieder mit dem Bild anfangen, sozusagen. Wenn ich mir immer denke, das wäre ein Tageslichtprojektor gewesen, der hier nur an zwei verschiedenen Wänden was hat. Wie B zu, aber jetzt Achtung, immer bis zum Ausgangspunkt des Strahls B zu D. Noch eine Frage. Was passiert im folgenden Fall? Wenn ich jetzt die Bilder überhaupt nicht betrachte, sondern sage, naja, irgendwas muss ja mit den Streckenlängen sein. Und ich sage A und B und C und D. Wie muss man es aufschreiben? So, zum Nachdenken jetzt, also dass wir haben zwei Varianten, und zwar A, ich nehme mal hier, A verhält sich zu B, ja, die da, weil die beide von hier ausgehen und die beiden kurzen sind, wie
die beiden langen, aber wieder in der richtigen Reihenfolge wie C zu D. Oder ich sage, A verhält sich zu der gleiche, ist eben bloß der lange, der geht bis dahin, zu C, wie B zu D. Gibt es noch eine Variante, die man hier aufstellen kann? Also, wir haben jetzt gerade überlegt, ist ja gut und schön, wenn ich das hier komplett umdrehe, B zu A und D zu C, oder das hier umdrehe, stürzen, sagt man in der Mathematik, dann geht das auch noch, aber das ist nichts Neues. Ne? Also an der Stelle ist erstmal Ritze. Probieren wir wieder einen. Also ich habe jetzt diese Figur hier, die erste hier, die habe ich nochmal ein paar Mal kopiert, weil uns da verschiedene Gleichungsvarianten dazu einfallen. Ich kann für zu Hause nur empfehlen, macht das so mit Farbe. Malt die farbig die Dinger. Also hier irgendwelche Farben reinmalen, damit man zusammengehörige Sachen hat. Ach so, ich ergänze noch um was. Wir machen mal hier C, D, E und F dazu. Das hatte ich noch vergessen. Das male ich jetzt überall noch mit ran. Jetzt haben wir hier folgende Gleichung aufgestellt. Hat sie sehr schön gemacht. Leider darf ich den Namen nicht sagen. Schade, obwohl Ehre dem Ehrenwerten gebührt. C, das kurze Stück, verhält sich zu dem gesamten Stück, und das gesamte Stück heißt nämlich C plus D, wie A, das kurze Stück, zum gesamten blauen Stück, A plus B. Ich kann es also auch anders aufschreiben, aber kann auch sagen, das kurze zum kurzen, wie das gesamte zum gesamten. Warum? Das hatten wir hier zu Anfang schon geklärt. Und zwar, das kurze, ich nehme mal hier eine Hilfe, das kurze blaue C zu A, oder A zu C, egal. Wie das Ganze, das war D, zu B. Oder umgekehrt gestürzt. Und das gleiche Prinzip haben wir. Das Kurze zum Gesamten, zum Langen, wie das Kurze zum Gesamten. Jetzt machen wir noch eine Übung hier. Ach nee, warte mal, das Bild wollte ich ja gerne rot machen. Und dementsprechend benennen wir das jetzt auch. Dann können wir das leichter machen. Das ist G und das ist H. C zu G, bitte. Wie C plus D zu H. Ja, genau. Wunderbar. Schön erkannt. Gut, das zur Ähnlichkeiten, Strahlensatz. Solche Übungen, dazu gibt es einen Test, ne, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Zuordnen und fertig. Ist kein Problem. Ja, klar.